Herzlich willkommen bei BOC. In diesem Workshop zeigen wir dir, wie du deine Schaltung selbst einstellen kannst. Beim hinteren Umwerfer gibt es zwei Anschlagschrauben. Sie verändern den äußeren und den inneren Schaltendpunkt. Um diese richtig einzustellen, schalte hinten auf das kleinste Ritzel. Jetzt sollte bei entspanntem Baudenzug die Leitwerksrollen vom Schaltwerk eine Linie mit dem letzten Ritzel des Ritzelpakets sein. Steht das Schaltwerk etwas zu weit nach innen, dann drehe die Schraube mit dem H etwas gegen den Uhrzeigersinn, bis die Leitwerksrollen und das Ritzel eine Linie bilden. Steht das Schaltwerk zu weit nach außen, dann drehe die Schraube ein wenig nach innen. Wiederhole den gleichen Vorgang mit dem größten Ritzel vom Paket. Beachte jedoch, dass du hierzu die Schraube mit dem L drehen musst. Danach kannst du wieder aufs kleinste Ritzel schalten. Drehe jetzt die Baudenzugschraube am Hebel so lange heraus, bis sich das Seil gespannt hat. Jetzt schalte ein oder zwei Gänge nach oben. Die Leitwerksrollen müssen mit dem jeweiligen Ritzel eine Linie bilden. Falls das nicht der Fall ist, kannst du mit wenigen Umdrehungen an der Baudenzugschraube nach oben oder unten korrigieren. Jetzt müsste das hintere Schaltwerk einwandfrei funktionieren. Beim vorderen Umwerfer gehen wir ähnlich vor. Schalte aufs kleinste Ritzel und entspanne das Seil. Schalte hinten auf das größte Ritzel. Jetzt sollte zwischen Kette und innerem Leitwerksblech etwa 1 bis 2 mm Abstand sein. Hast du mehr oder vielleicht weniger Abstand, kannst du das mit der L-Anschlagschraube ändern. Drehe nun die Baudenzugschraube so lange heraus, bis sich das Seil gerade spannt. Schalte nun auf das größte Kettenblatt und hinten auf das kleinste. Der äußere Leitwerkskäfig darf nicht an der Kette streifen. Optimaler Abstand sind wieder 1 bis 2 mm. Ist das nicht der Fall, musst du am linken Schalthebel die Baudenzug-Einstellschraube heraus oder bei zu großem Abstand hineindrehen. Abschließend musst du noch die äußere Begrenzung einstellen. Dazu bleibst du vorne auf dem größten Ritzel und hinten auf dem kleinsten. Wenn du jetzt am Schaltseil vom vorderen Werfer ziehst, darf der Werfer sich nicht mehr bewegen. Tut er es dennoch, musst du die H-Schraube am vorderen Werfer so weit hineindrehen, bis er sich durch Ziehen am Seil nicht mehr bewegen lässt. Nun kannst du die neu eingestellte Schaltung testen. Viel Spaß beim Radfahren!